Hey Handball Inspirator, ich bin Martin und zusammen mit dir auf Handball-Weltreise. Wir schauen jetzt Steffen Birkner von der HSG Blomberg-Lippe über die Schulter. Besonders das Verteidigen von Kreuzbewegungen gewinnt mehr und mehr an Wichtigkeit. In diesem Video zeigt uns Steffen ein Handballtraining zur Passerwärmung, bei dem aber vermehrt der Fokus auf das Verteidigen von Kreuzungen gelegt wird. Damit bekommt ihr super Übungen für euer Training an die Hand, wenn ihr euren Schwerpunkt auf das Kreuzen legt. Wir werden gleich drei verschiedene Übungen mit den Schwerpunkten Verteidigen in Kreuzungen und offensiven Raustreten gegen den Ballhalter sehen. Diese haben zusammengefasst einen extremen Vorteil für euer Training, welchen ich gerne mit euch am Ende des Videos kurz erörtern möchte. Habt ihr Fragen zu der Übung oder eigene Ideen für diesen Trainingsbaustein, dann lasst uns gerne in den Kommentaren sprechen. Bleibt also am Ball und lasst dich inspirieren. Folgende Grundbewegung möchte ich haben. Außenstöß ganz normal an, Rückraum links breit und rechts. 1 gegen 1 gegen N. N schiebt raus und guter Grundstellung. Wir kommen kreuzen hinterher. Du gehst auf die nächste rauf, gibst dir kurz Druck. Ja? Pass nach außen, kurz vor Kara laufen, dass du den Pass, den der Außen spielen würde, quasi kurz verteidigst. Dann spielst du wieder den Pass zu Didi. Ja, Didi greift breit an, der nächste kommt raus. Was ich haben will, ist Grundbewegung gegen Kreuzen. Ja, rausschieben, ja, die nächste kommt in der guten Technik, Kreuzen rum. Kurz Druck drauf, dann lassen wir sie nach außen rein und einsinken. Beide Seiten arbeiten autark voneinander. Okay? Jenny geht immer noch auf Rückraummitte und Kara Hartschock geht immer noch auf Rückraummitte. Und los, hopp! Raus, attackieren, die nächste nehmen, kurz Druck drauf und rein, 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 rein. Und raus. Druck drauf. Ja. Kurz Stopp. So, Rückraum Mitte wird zu Rückraum links und rechts mit der Seite, mit der wir kooperiert haben. Okay? So, was ich jetzt deutlich haben möchte, ist, dass wir hier bitte breit anstoßen, dass der Abwehrspieler auch einen weiten Weg kommen muss. Hier geht's hin. Jetzt möchte ich volle Lotte 1 gegen 1 schieben, schieben, schieben. Gute Kreuzung und die nächste raus. Ja? Ich will, dass wir ordentlich rausschieben, dass wir die Füße setzen, ja, dass wir die Arme gut steuern, rausarbeiten und dann kommt die nächste. Ich möchte das nicht hier auf einmal ein Meter Übergabe, Übernahme spielen. Ja? Diagonal raus. Attackieren und dann wieder rein. Und los. Gib mir Druck ein. Und die nächste. Kurz Druck drauf und rein. Vor die Sperre. Yes. Raus. Gib mir Druck. Yes. Die nächste. Raus. Gut. Schieb ein. Mehr Füße. Mehr Füße. Und jetzt Tempo da rein. Auf. Hopp. 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 Yes. Raus, Karo. Raum. Gib mir Druck. Nicht abwarten sein. Kurz Druck. Und dann rein. Gut, Nene. Gib mir Druck. Yes. Nele tauscht mit Kara. Nele, so tauschen, links und rechts. Entschuldigung. Was ich deutlicher haben möchte, im Vorwärtslaufen, dass wir die Arme mit dazu nehmen, dass wir gut steuern können. Der Angreifer fordert bitte die Abwehrspieler deutlicher in 1 gegen 1. Ja? Das heißt, ich gehe jetzt nicht hier rauf, auch nach der Kreuzung und mache nur das. Ich möchte, dass wir drei Schritte arbeiten, dass der Abwehrspieler die Füße setzt. Das heißt, für alle mehr Qualität im Angriff, damit die Abwehr eine bessere Grundbewegung machen kann. Okay? Und ich möchte auch keinen Hasengalopp in der Deckung haben, hier Sidestep. Ich möchte, dass wir alles vorwärts mit Laufen lösen. Und go. Und raus, dann gebe Druck. Und die nächste, raus, 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 raus. Und hinten rein. Yes. Mit Armarbeit hinten reinlaufen, den Pass im Kreis über verteidigen. Und los, Druck drauf. Und gebe Druck und hinten rein. Gas, Gas, Gas. Yes. Gut. Wird besser, sehr gut. Druck drauf, gut für die nächste, gib mir kurz Druck und hinten rein. Ja.
Kara Hartstock und Nele Wenzel ins Zentrum. Der Rest besetzt Rückraum, Mitte, Rückraum, links, Rückraum, rechts. Torhüter Ballgewöhnung. Ein Ball. Wir kriegen hier den Ball breit. Nele Wenzel kommt raus. 1 gegen 1. Wir spielen einmal sauber kreuzen, sodass Nele die Kreuzung attackiert. Kurz Druck auf Lisa. Okay, Pass parallel. Okay, weißt du gar nicht, wie es weitergeht? Ach so. Pass parallel. Pass parallel. Pass parallel. Nele schiebt ein. Dann spielt Michel den nächsten Pass auf Rückraum Mitte. Kara kommt raus und wir spielen immer die Kreuzung. Und immer raus, die nächste attackieren. Für die nächste, die kommt, bitte dran denken, dass ich jetzt keine große Megakurve haben will. Ich will, dass Kara Mitte Druck gibt und dass sie darauf achtet. Mitte, komm mal kurz. So, Mitte kreuzt, warte kurz. So, kreuzen und jetzt Fuß rein, abschneiden. Okay? Ja? Ich möchte keine parallelen Füße. Ich will den Druck geben, hier einen Schritt raus, dass wir da sind. Und dann gibt es ein Brett. Okay? Dass du nicht umgefallen bist, ne? Und los, hopp! Und der Körper wird trotzdem sauber passen. Raus, Nele, nicht abwarten sein. Und die nächste, Kara, die nächste. Kurz Druck drauf und hinten rein. Gut. Nele, Wenzel raus, Nele, Wenzel raus. Hopp, 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 hopp. Und die nächste. Kurz Druck drauf. Stopp. So. Und jetzt Mittelblock möchte ich nicht. Ich möchte, dass wir das vermeiden, drauf zu gehen und zu warten. Ich will Übergabe. Ja. Wir geben sie hier raus und ich gehe sofort auf die nächste und mache Druck. Kein Stehen. Okay? Und los geht's. Zack, zack, und die nächste Kara raus. Gut, nächster Ball. Trotzdem 3 Schritte im Körperdruck. Auf. Und raus. Schieb, schieb, schieb. Raus, raus, raus. Nicht warten. Vermeide es, drauf zu warten. Und die nächste Kara, die nächste, gib rauf. Gib mir Druck. Gut. Yes. Nee, dann jetzt raus. Gut, die nächste. Greif Lisa an. Gut. So ist es besser. Gut. Komm, Kara, raus. Und jetzt greif Pitt an. Greif Pitt an. Gut. Den Fuß mehr rein, den Fuß mehr rein, hopp, hopp, nee, den Fuß rein, yes, gut. Und jetzt Intensität erhöhen, mehr Tempo laufen und passt, hopp. Und go, 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 Druck drauf, yes, hinten rein. Kurz, hopp. Kara und Nele tauschen mit Mirte und Michel. Für den Angriff wichtig, Schulter aufdrehen unter sauberem Körperdruck passen. Ja, Abwehr denkt dran, die Füße reinzuschieben. Und los. Körperdruck und drauf. Gut. Und hinten rein. Und die nächste Michel raus, raus, raus. Greif sie an. Gut. Und hinten rein. Yes. Raustreten. Die Beine mit der taktisch richtigen Hand rausspielen. Yes. Nicht so weit raus. Angriff greift bei 1 Meter an, nicht bei 15 Meter. Auf, 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 auf. Warte, Michel. Und jetzt gibst du den Druck. Und jetzt raus. Gut. Und hinten rein. Yes. Gut. Körperdruck. Gut. Und weg. Und weiter. Körperdruck, den Fuß rein, den Fuß rein. Gut. Gut, und hinten rein, hinten rein. Vorwärts laufen. Rechts außen, Emmy Abwehr, halb rechts, N Abwehr ins Zentrum geht, das Zentrum bleibt mal so stehen. Auf der anderen Seite bitte Jenny Abwehr, Pitt Abwehr.
Und der Rest besetzt Rückraum Mitte, Rückraum rechts, links außen, rechts außen. Ja, die Abwehr zieht mal Leibchen an, das ist einfacher für den Fotografen. Danke. Die Torhüter gehen bitte auf Rückraum Mitte. Nele Franz mit Rückraum rechts. Entschuldigung, Rückraum links, Nele. Und schick mal und Kara Hartschock rüber. Danke. So. Ich möchte, dass wir folgende Grundbewegung arbeiten. Jede Seite arbeitet für sich. Also hier ist bei Mirte Schluss, da ist bei Michel Schluss. Ich möchte, dass die den Ball zu mir passt. Das ist das Zeichen von Mirte, auf mich rauszukommen, mich zu pressen. End schiebt rein. Kurz Druck drauf. Pass zu Melle. End kommt kurz raus, nimmt Melle an. Mirte schiebt rein. Die nächste Spielerin, die kommt, wird von Emmy attackiert. Okay? Und hinten raus. Okay? Haben das alle verstanden? Wir machen es erstmal langsam und dann ist es der gleiche Wechsel. Ich möchte halt immer, dass die benachbarte Position Rückraum links und rechts presst. Bin ich dann auch wieder dran bei dir oder ist dann hier Emmy? Dann bist du wieder, warte mal, du bist dann da draußen und dann kommst, dann bist du hinten und dann kommt der Ball wieder hier raus und dann kommt der wieder und bist du wieder da. Hier bitte, warte kurz. Ja, ein bisschen. Die Außen ein bisschen Gegendruck. Okay, und los. So, Mitte raus, Kontakt. Hinten rein. Emmy presst. Emmy, genau, so, Ball nochmal dahin, so, einmal langsam, so, Pass, Mirte presst, End schiebt hinten rein, Mirte hinten rein, Emmy presst, ja, Pass dahin, sie läuft den weiten Weg, du gehst hinten rein, dann kommt der nächste, Mirte presst, du da hinten hin, ja. Zack, zack, und dann presst wieder N raus. Und dann gehst du den weiten Weg. Okay. Und los! Und raus! Exklusiv rauskommen! Steffen macht vermehrt deutlich, welche Key Facts ihm wichtig sind. Nach dem offensiven Heraustreten und der Kreuzung soll der Weg des Ballhalters mit einer erneuten Schrägstellung direkt unterbrochen werden. Mit diesen drei Bausteinen könnt ihr die einzelnen Schwerpunkte explizit voneinander trainieren und damit gezielt korrigieren. Von Steffen können wir uns direkt abschauen, wie häufig und deutlich er die Übung unterbricht und dadurch die ihm wichtigen Punkte herausarbeitet. Ich hoffe, du hast nun viele Inspirationen für dein Handballtraining mitnehmen können. Gib mir gerne Feedback in den Kommentaren und lass mich wissen, welche Themen dich besonders interessieren. Denn Handball inspiriert.